Vielen Dank, Herr Präsident. Demokratieabgabe hat Jörg Schönborn den Rundfunkbeitrag genannt, als er dafür geworben hat, dass wir vom Rundfunkgebührenmodell bezogen auf Geräte umsteigen oder umgestiegen sind auf ein haushaltsbezogenes Modell. 60 Euro Cent pro Tag kostet uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Gesamtheit in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Anteil davon wird an den WDR abgeführt. Der Westdeutsche Rundfunk ist gleichwohl der größte unserer Landessender und er sitzt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das in NRW das nicht nur den größten Sender, sondern wir haben ja auch den größten Privatsender mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, RTL. Und wir beschäftigen uns hier heute, nachdem wir uns mit dem Landesmediengesetz beschäftigt haben, nun mit dem WDR-Gesetz, dank der Einbringungsrede und der Einbringungsarbeit von Frau Ministerin Schwal-Düren und vor allen Dingen auch von ihrem Team, bei dem ich mich sehr herzlich bedanken möchte, also bei der Staatskanzlei, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Arbeit, diesen Entwurf ja vorgelegt haben und sich mit viel Mühe ans Werk gemacht haben. Und ich will 5 Punkte nennen, die aus meiner Sicht jedenfalls ganz entscheidend auch zur erfolgreichen Beratung beitragen werden, weil ich bin sicher, wir werden erfolgreich miteinander beraten, auch mit den kritischen Einwendungen, die gerade Kollege Sternberg von der Opposition hier schon aufgeführt hat. Zunächst einmal also Dank für die Online-Konsultation. Das ist ein Verfahren, was nicht gewöhnlich ist, sondern neu und was in Nordrhein-Westfalen mit Erfolg schon beim Landesmediengesetz erarbeitet wurde und was auch hier beim WDR-Gesetz aus meiner Sicht sehr hilfreich war, weil, Sie haben es gesagt, Frau Ministerin, ganz viele Reaktionen und Anregungen gekommen sind, mehr als beim Landesmediengesetz, was zeigt, dass der WDR eben wirklich als Landessender auch in der Wahrnehmung vieler von Interesse ist und der Umgang mit ihm und dem, was wir ihm gesetzlich aufzugeben haben, auch. Wir haben zum Zweiten, und das finde ich wichtig, insgesamt unter dem Stichwort mehr Netz im Gesetz neue Entwicklungen beschrieben bekommen. Wir haben das Verstärkungsgebot im Hinblick auf die Kooperationen. Sie alle wissen, was damit gemeint ist, wenn es heißt, der WDR, der NDR und die Süddeutsche Zeitung haben gemeinsam recherchiert und Sie alle haben auch schon registriert, dass so manches, was wir durch die öffentlich-rechtlichen Medien auf diese Kooperationsbasis herausgefunden, erfahren, für unsere weiteren Debatten von großem Interesse und von inhaltlichem Belang ist. Wir haben unter dem Stichwort mehr Transparenz wichtige Hinweise im Gesetz, die sich darauf beziehen, dass unter anderem, dass wir einen öffentlich tagenden Rundfunkrat haben werden künftig, was dazu führt, dass insgesamt die Leute, wenn es sie interessiert, sie teilhaben an den Beratungen eines bisher ja immer im nicht öffentlichen tagenden Gremiums. Wir haben mehr Gremienkompetenz als Vorschlag im Gesetz, was ich gut finde, weil es wichtig ist, dass die Gremien insgesamt gestärkt sind in der Überwachungsfunktion sozusagen, in ihrer ihrem Auftrag Kontrolle auszuüben. Und wir haben, das finde ich auch wichtig, wir haben einen gestärkten Verwaltungsrat. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, den hat ja auch Kollege Sternberg sogar hervorgehoben. In einem sonst sehr kritischen Beitrag eben war das ja nur ein positiver Punkt. Und ich glaube, dieses teilen wir. Wir haben damit einen Gesetzesvorschlag, den wir natürlich noch intensiv beraten miteinander, Gott sei Dank. Er ist ja eingebracht heute und er wird jetzt unseren Beratungen vorbehalten sein und vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, ob wir möglicherweise noch über Änderungen diskutieren. Das mag möglicherweise nicht viel sein aus Sicht der Regierungskoalitionsfraktion, etwas mehr aus Sicht der Oppositionsfraktion. Das ergibt sich so ein bisschen aus der Rollenverteilung. Aber insgesamt, denke ich, haben wir eine interessante Novelle vorliegen, über die wir auch interessant und vielfältig diskutieren können. Am Ende ist ja kein Gesetz bisher jedenfalls so reingekommen, wörtlich so rausgegangen aus dem Landtag, wie es reingekommen ist. Insofern ist das also uns jetzt als Parlamentariern hier überlassen. Ich will noch hinweisen auf das Wort, was ich mich natürlich darauf gestoßen, das ist ja im Entwurf verehrter Regierung auch zitiert, und zwar das Wort der Versteinerung. Das ist so ein Begriff, der irgendwie stört er mich, weil er ja suggeriert, als ob was beim ZDF galt, auch beim WDR gegolten hätte. Und ich weiß das einfach mal so ein Stück von uns. Ich habe bisher den Eindruck, dass wir in Nordrhein-Westfalen eben nicht wie der ZDF-Fernsehrat ein versteinertes Gremium vorgefunden haben oder versteinerte Gremien, sondern einen Sender, der insgesamt schon in weiten Teilen auch in seiner Konstruktion dem entspricht, was das ZDF-Urteil, das sogenannte vom 25. März 2014, dann nun auch für das ZDF vorgegeben hat. Insofern ist auch da Nordrhein-Westfalen ein Stück Vorbild gewesen an der Stelle und wir verbessern
verbessern halt jetzt bestimmte Beteiligungs- und Gremienaspekte noch einmal in dem Gesetzentwurf. Das ist auch gut so. Frau Ministerin, dieses sind die letzten Sekunden, meine sind jetzt gerade abgelaufen, aber es sind quasi auch Ihre hier im Amt heute, die wir sozusagen gemeinsam damit verbringen, dass Sie noch einen Vorschlag hier lassen in Ihrer Verantwortung. Ich möchte mich an den sehr langen und sehr herzlichen Applaus mit einem ganz kurzen Dank anschließen, möchte mich im Namen meiner Fraktion nochmal ausdrücklich für die gute Kooperation bedanken, ganz besonders, das darf ich namentlich hier sagen, im Namen meines Kollegen Stefan Engstfeld, der mir das aufgetragen hat, Stefan, und darf Ihnen, Frau Ministerin, liebe Angelika, auch ganz persönlich danken für die Zusammenarbeit der letzten 5 Jahre. Das waren angenehme Kooperationen, es waren bereichernde Begegnungen und vor allen Dingen habe ich in der Medienministerin auch immer die Europaministerin erlebt und umgekehrt. Und das hat mich besonders gefreut, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Offenheit, mit der man diese Themen berät und die sozusagen auch die europäische Dimension, die Medienpolitik immer hat, in dieser Verbindung ganz besonders untergebracht waren. Also herzlichen Dank. Persönlich von mir, im Namen meiner Fraktion und von Stefan Engstfeld. Dankeschön.